Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Village. Jo, da ist der fette Duke. So, vom Duke wissen wir, dass es drei weitere Grafen gibt. Eine Gräfin haben wir schon gekillt, zusammen gleichzeitig mit ihren Töchtern. Und ja, jetzt lass uns mal gucken, wo wir jetzt hin können. Wir haben rausgefunden, dass unser Schlüssel, dass wir den verbinden konnten. Das heißt, wir können vielleicht ja jetzt hier rein. Mit dem vielgeflügelten Schlüssel. Tatsächlich. Gehen wir doch mal hier rein. Und schauen uns da mal um. So, ich wollte mal ganz kurz was schauen. Bin sofort bei euch. Hab nur einmal hier was gesehen. Okay, los geht's. Hier geht's hoch. Ja, lass uns doch einen anderen Grafen aufsuchen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das jetzt hier geht. Müssen wir gleich mal schauen. Okay, hier hängen so ein paar Puppen. Das könnte zu Puppenspieler gehen, vielleicht. Ja, links. Okay, welchen Weg nehmen wir? Links oder rechts? Nehmen wir erstmal rechts. Schauen wir mal, wo es hinführt. Ja. Achso. Braucht jetzt nicht so viel. Wir sind am Anfang. Ja, dann nehmen wir den anderen Weg. Den hier. Okay. Hier geht's über eine Brücke. Die sieht sehr stabil aus. Deswegen können wir die einfach gefahrlos über... So wie die Brücke auf der anderen Seite da. Die sieht irgendwie nicht ganz so stabil. Da drüben ist doch so eine Ziege. Warte mal. Okay. Oh, ich renne hier mal lieber rüber. Nicht, dass wir da runterstürzen. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ethan. Ach, meine Was? Frau. Das Spiel ist vorbei. Alle leben noch. Nee, doch Ethan, nicht. Komm mit. Ich muss dir was sagen. Mir? Okay, jetzt kann was ich mehr rennen. Was geht hier vor? Was geht hier vor? Ein Psycho. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Ja. Was zum Teufel ist das? Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich komme auch nicht in sie ran. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Nee, ist auch nicht Edeka. Oh, guck mal. Ein großes Grab. Können wir da hingehen? Da steht jemand. Nee, das ist eine Puppe. Ah, Benedetto. 87 bis 96. Bin nicht so alt, ne? 9 Jahre. Okay. Kann ich da noch mal alles hingehen? Kann ich aber nicht. Über die Gräber kann ich nicht rübergehen. Das geht nicht. Spinne ich jetzt? Weiß noch nicht. Ist ein bisschen gruselig gerade. Kann man da hinten hoch noch? Nee, kann man nicht. Okay. Gibt es nur diesen einen Weg hier? Gib deine Erinnerung ab. Ne? Erinnerung? Ja, unser Familienfoto? Okay, das wäre das einzige logische gewesen für mich jetzt. Was zum Teufel? Okay. Wunderschön hier. Die einladen. Oh, ein Fahrstuhl. Wir wollen nach unten? Ne, oben. Oh, die Fahrstuhltür, man kann von beiden Seiten geht das auf. Nicht, dass gleich jemand steht. Na klar, warum sollte das Licht auch anbleiben? Alter, das ist so dunkel. Jetzt ist, Come with me, Ethan. Oh. Danke für die Übersetzung. Mein Gott, wo geht's denn hin? Hätte mich von hinten jemand überraschen können. Wäre egal gewesen, hätte ich nicht mitgekriegt. Ist doch geil, einfach im Fahrstuhl in irgendwelchen Gemäuern, oder? So, hier draußen ist es immer wieder schön. Schön an der frischen Luft. Oh, was für ein schöner Wasserfall. Die Aussicht ist ja phänomenal. Aber das Haus, naja, Geschmackssache, würde ich sagen.
Haus Beneviento. So, in die Tür reingehen, ne? Okay, ich gehe da sofort rein. Ich gehe da wirklich sofort rein. Es sieht auch wunderschön aus. Aber ich wollte eigentlich noch kurz draußen rundherum gucken. Nicht, dass ich da irgendwas... Wisst ihr? Man kann ja sein, dass man da irgendwas entdeckt. Was man vielleicht auch nicht entdecken kann. Mal gucken. Schauen wir mal. Hier geht es irgendwann nochmal runter. Hier ist noch so eine Ziege. Kann ich auch besser rankommen? Okay. Ich weiß nicht, ob man die alle abschlachten muss, aber ich habe die Erfolge ausgestellt, beziehungsweise ausgestellt, dass sie nicht eingeblendet werden immer. Deswegen sehe ich nicht mal genau, was da passiert. Aber ist auch nicht so schlimm. Hm? Bin ich besser, hier kommen wir nicht weiter. Gut. So, dann gehen wir nochmal auf der anderen Seite rum, würde ich sagen. Hier rum. Da noch irgendwas ist. Nee. Gut, dann gehen wir rein. Bin gespannt. Ein altes Haus. Lass mal alles durchsuchen hier. Scheint verschlossen zu sein. Ja. Eine wunderschöne Uhr. Oh, es ist alles. Es ist nicht wunderschön eingerichtet, aber. Also nicht ganz mein Geschmack. Es gibt schon Leute, die finden es gut. Wie kommen wir nicht richtig rein? Sind Kisten versperrt? Okay, aber irgendwas muss hier drin sein im Foyer. Denn rot. Und was hat uns das gelehrt beim letzten Mal? Wenn das rot ist, dann ist da noch irgendwas. Na gut, gehen wir jetzt trotzdem einmal hoch erstmal. Ja, da ist sie mit ihrer wunderschönen Puppe. Es fühlt sich an, als ob die ganze Zeit irgendjemand rumläuft. Also außer mir. Könnte gut sein. Oh Gott, hier kann man gar nichts antüdeln. Hier ist nichts zum Anfassen. Ach, da. Hm, da. Nee, kann nur zumachen, okay. Lass mal auf. Eieiei, so ein großes Haus und man findet gar nichts? Das ist doch sehr verdächtig. Guck dir dieses hässliche Ding mal an, ey. Vor kurzem noch jemand was gestrickt. Dann gehen wir hier mal rein. Wohnzimmer, okay. Diese hässlichen Puppen, ey. Da liegt was. Kann man nicht lesen, ne? Ja. Eine Tür, wir gehen einmal hier längs. Das alte Filmrollen, ja. Oder Blechrollen. Ob es Filmrollen sind, weiß ich auch nicht. Okay, da ist auch noch eine Tür. Gehen wir da mal rein. Geht so ein bisschen ins Hinterzimmer. Auch mal moderner hier. Okay, wieder so eine Art altes Herrenhaus hier, ne? Da ist ein Gitter davor. Das ist, ach so, das ist ein Fahrstuhl. Und wollen wir gleich mal rufen, bevor wir eine Tür aufmachen hier. Dann findet ihr gar nichts.
verschlossen. Okay, dann lassen wir versuchen, ob wir den Fahrstuhl fahren können. Ich glaube, mehr können wir hier auch gar nicht machen. Oh, jetzt geht's bestimmt runter, ne? Ja. Das ist aber gruselig, ne? Hinsetzen. Kopfhöhe. Okay. Oh, hier kann man sich einen Film angucken. Mit der Projektor. Oh, das ist auch hier ein Rätsel. Eins, zwei, Nummer drei fehlt. Na, hat sich ein Bücherwurm hinter versteckt? Nein. Wer liest denn auch schon den? Okay, hier. Alkaloide von Gebirgspflanzen. Da gehört doch bestimmt irgendwie ein anderes Buch nochmal rein. Damit sich dieses Regal hier zur Seite schiebt oder so. Man weiß es nicht. Gibt es hier noch ein anderes Buch, was man irgendwie aufsammeln kann oder so? Könnte ich mir gut vorstellen, aber... Das hier sieht doch sehr, sehr danach aus, dass da irgendwas passieren soll. Hm. Nun gut, aber wenn man hier runter guckt, kann man sehen, dass hier irgendwas fehlt. Deswegen, die finden wir bestimmt noch. Ein Sicherungskasten. Okay. Gehen wir hier weiter. Da passiert die ganze Zeit nichts. Da kann ja noch was passieren gleich, oder? Da ist zu. Eine bessere Waffe nehmen hier. Oh, nehmen wir erstmal die. Wie groß ist denn das hier? Okay. Ah! Da ist das. Oh, fuck. Das war doch gerade so ein Teil, ne? Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich sehe gar nichts. Ich bin deine Tochter als Rose. Bitte, darf ich bei dir bleiben? Für immer? Na klar, ich freue mich. Was? Alter, das war... Wo ist meine Waffe? Ich habe gar nichts mehr. Komm, wir speichern einmal hier. Das geht hoffentlich. Okay. Das lassen wir da oben, weil das ist immer noch gut zu wissen, ob ich da nochmal zurück kann, falls irgendwas schief gehen sollte. Okay. Auge untersuchen. Was ist denn das? Mund untersuchen. Da ist auch so ein Film drin. Aber mit bloßen Fingern kriege ich das nicht raus. Okay, uns fehlt eine Pinzette oder sowas. Was ist das? Ein Bild? Das sieht aus wie meine Frau. Diese Puppe ist Mia? Zumindest ein Ring. Ich habe ihn abbekommen. Gut. Was kann ich mit den Beinen machen? Und der Schenkel entfernen. Ein Schlüssel. Aufziehschlüssel. Okay. Da war irgendwas an der Brust noch. Ach, ich brauche eine Schere, okay. Ja gut. Was können wir noch irgendwas untersuchen hier bei ihr? Da.
Was hat sie da im Arm noch drin? Was ist das? Guck es doch nochmal an, bitte. Ich konnte sie richtig sehen. Da sind irgendwie Augen dran, oder? Silberner Schlüssel. Erkennen, was da drin sein soll. Na gut. Also. Gucken wir uns das Auge nochmal an. Also so soll das Auge wahrscheinlich sein, ne? Und Mund noch mal kurz untersuchen. Da komme ich nur mit irgendwas ran, aber ich habe nichts. Okay. Okay, wir brauchen eine Pinzette oder sowas. Gut. Ja, ich habe verstanden. Lass mal los. Guck mal hier rum, ob wir hier noch was finden. Da haben wir bestimmt Schlüssel für. Der für. Das ist auch ein billiger kleiner Schlüssel, ne? Nix. Von der anderen Seite verschlossen. Tatsächlich finde ich hier echt nichts. Nichts Spannendes zumindest jetzt. Also ich dachte, ich finde jetzt jedenfalls eine Pinzette oder irgendwie was anderes. Aber hier ist nichts. Tatsächlich ist wirklich nichts. Das ist doch abgefahren. Der ganze Aufwand, um hier reinzukommen und dann finde ich hier nichts. Dann gucken wir nochmal raus. Gucken wir noch, was es noch hier gibt. Ich speichere sicherheitshalber nochmal ab. So. Puppenteile. Okay, hier geht es auch noch weiter. Wir gehen nochmal kurz da rein, aber erstmal gucke ich nochmal hier drüben kurz. Kann ich auch mal. Hier ist irgendwas übersehen habe. Anscheinend habe ich nichts übersehen. Nö. Dann gehen wir nochmal da rein. Ja, okay, da müssen wir uns einsetzen. Okay, das haben wir noch nicht. Weil wir keine Waffe und so haben, können wir hier auch wahrscheinlich nicht mehr raus, ne? Da brauchen wir eine Kombination für, die wir natürlich nicht haben. Vielleicht finden wir die aber hier irgendwo. Ich habe auch nichts zum Schneiden gefunden. Wir müssen nochmal hier rein. Irgendwas gibt es hier drin garantiert. Kann man nicht vorstellen, dass man hier gar nichts findet. Da ist ein Wasserhahn. Nicht auf dem Boden hier oder so. Ich habe kein Messer, ich habe nichts. Ich kann nichts machen. Das sind einfach nur eklige Puppen. Habe ich irgendwas übersehen? Da kann ich nur schreiben.
was zum Aufschneiden. Und hier die Kombination, die wissen wir ja noch nicht. Hängt irgendwas an der Decke, was wir gebrauchen können? Wenn ich gesehen habe. Nee. Hä? Das ist doch crazy. Geh mal hier mal rein. Hat irgendwas an der Wand, was wir gebrauchen können? Warte mal, untersuch das mal. Das ist ein Symbol mit den drei zuen Augen, okay. Das ist das, was sie im Auge hat. Das war, glaube ich. Naja, ich glaube, das war der. Aber uns fehlt da die Scheibe noch. Die haben wir noch nicht, ne? Das können wir noch nicht einsetzen. Aber die beiden Symbole haben wir schon mal richtig gedeutet. Die im Arm waren und Dings waren, im Auge. Aber wo kriegen wir die letzte Scheibe her, ist die Frage. Ist nichts unter dem Tisch rum noch oder so, ne? Guck mal. Nee. Also die ist bestimmt hier drunter. Aber das können wir nicht aufmachen, weil wir nichts... Gucken wir das Auge noch kurz an. Was ist ja genau das Symbol, ne? Ja. Das ist ja verrückt. Im Mund können wir auch nichts reinmachen. Und hier gibt es noch den. Das Ding. Habe auch nichts zum Aufziehen oder so, dass ich sagen könnte, ich ziehe jetzt irgendwas auf hier. Ach, warte mal. Guck mal aufs Foto da. Ist da eine Kombination drauf gewesen? Nee. Auch nix. Da sitzt jemand einfach auf diesen Stuhl und guckt auf diese Tür. Ich kann es auch nicht aus die Kombination aus den Händen hier erkennen, oder? Nee. Oder hat das was zu bedeuten, dass es heißt hier... Nee, das glaube ich nicht. Dann würde ich sagen, hier, 10. Nee, das passt nicht. Können wir hier reingehen. Steht ja auch nichts drauf. Hier gibt es auch kein Notizbuch, wo ich irgendwo kurz mal reingucken kann oder so. Irgendwas erkenne. Kann man so einen Schrank aufmachen, wo auch nichts drin ist. Das ist auch irgendwie uncool. Achso, warte mal. Wir müssen den Ring sauber machen. Ach, klar. Und jetzt steht da bestimmt eine Kombination drin. Wetten? Warte mal. Gucken wir uns den Ring nochmal an. Da. Okay. Das wäre der Hochzeitstag gewesen. Den müssen wir eigentlich kennen. 05-29-11. Okay. 05-29-11. Machen wir das nochmal. Okay, sind wir hier draußen? Es fehlt uns immer noch irgendwas zum Schneiden oder so. Hm, was hinten? Auch immer noch keine Waffe, das ist gut. Jetzt geht die Tür auf hier, das ist ja auch uncool. Wir gucken, was wir hier finden. Da liegt eine Notiz. Ich eine Erinnerung an meine Zeit mit Ethan. Leider spielt sie nicht mehr. Ja? Okay. Also das heißt, wir haben diese Spieluhr. Wir haben schon einen Aufziehknopf gefunden. Vielleicht. Ah. Meint die das? Wie kommt die hierher? Ja, weiß man nicht. Aber wir können auf jeden Fall den Aufziehschlüssel benutzen. Abspielen. Okay, müssen wir uns umtauschen hier.
Okay, warte mal. Der erste stimmt aber, glaube ich. Weil das ein langer Strich ist. Dann müssten wir den mit dem austauschen. Oder warte mal, den? Das passt besser. Der dahin. So, das müsste es richtig sein, oder? Nach den Rissen zu urteilen zumindest, ne? Eine Pinzette. Gut, damit können wir auf jeden Fall diesen Kram da raus. Und uns fehlt immer noch eine Schere oder sowas. Was wir auch noch finden können hier irgendwie. Laufen wir kurz zurück und holen mal das Band da raus. Dann können wir nicht in den anderen Raum auch noch wieder rein. Was ja Sinn ergibt. So. Machen wir da ein Mündchen auf. Zack. Okay. Müssen wir in diesen Raum rein, wo wir die Filmsachen sehen konnten. Kurz überlegen, wo das ist. Na, hier, ne? Da. Okay, da ist Rose. Die Reihenfolge scheint nicht zu stimmen. Okay. Also, was müssen wir als erstes geben? Erst die Hochzeit wahrscheinlich. Puh. Das Ding vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Dann schläft es? Oder brauchst du ein Kuscheltier und dann schläft es? Ich weiß es nicht. Die Reihenfolge steht. Okay, gucken, was daneben ansteht. Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben, ein Hausgeschenk von Oma. Ethan Buffy, seine ewige Liebe und Treue. Okay, also erst den Teddy, dann das Buch, dann Rose. Okay. Erst den Teddy, dann das Buch, dann Rose, dein Geschenk von der Oma und ewige Treue. Na, was passiert da? Ich glaube, ich werde verrückt. Ein Geheimgang. Mann, Mann, Mann. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Schon. Gruselige Puppen überall, das ist wunderschön. Eine Schere, die brauchen wir. Und wir können hier unten schon noch durch irgendwie. Telefon. Hallo? Ah, die Leitung ist tot. Wovon redest du? Ich liebe euch beide über alles. Ich musste es tun. Hä? Lebt die Tante doch noch? Das Ganze nur ein Fake, ihre...
hier erschossen sein wollt? Was ist das denn hier für eine Tür? Passt da nicht, ne? Kann das eingesetzt werden? Sieht aus wie eine Puppe. Wie so ein Baby, ne? Muss mal gucken, ob wir sowas finden. Ah, jetzt sind wir. Ah, okay, jetzt sind wir von hier hin. Das. Da ist gerade jemand weggegangen. Hä? Alter. Machen wir einen Verband auf hier. Eine Schere. Alter, das ist eine riesige Schere, oder? Und was brauchen wir davon? Yes. Okay. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ach, das ist der Brunnen aus dem Video. Ah, okay, das ist, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Das ist das ganze Ding aus dem Video. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Da ist eine kleine Wiege. Hm, wo ist da nicht drin? Gehen wir da direkt runter? Natürlich. Haben wir sonst nichts zu verlieren. Pass auf, ich gehe jetzt da hoch und dann werde ich geschubst. Das wird passieren. Nee, noch nicht. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Ah, eine Schlüssel zum Sicherungskasten. Dann gehen wir wieder hoch. Ja, was ist gerade passiert? Oh, ist kaputt, diese Krippe. Okay, dann müssen wir weg hier. Okay. Da ist ein rotes Licht. Die Puppe ist weg. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Okay, da geht's nicht mehr längs. Ist das denn hier die, ist das die Nabelschnur? Ist ja sau eklig. Fünf nicht mal so groß wie das Baby. Oh. Alter, das ist eklig. Das ist groß. Ah, es kommt auf mich zu. Ich will doch nur spielen. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Waffen und nichts. Was kommt? Kann ich hier nicht aufmachen. Ist das säuglich? Ist das säuglich? Ist das dumm? Kacke. Okay. Das war der verkehrte Weg. Aber wo kann ich denn jetzt gleich noch hin? Okay, wir müssen uns hier reinlocken. Alter, ist das eklig, das riecht. Ah! Ah! Geh mal weg. Das ist, ey, das ist total widerlich, das riecht. Aber wenn wir, vielleicht können wir es umrennen, wenn es hier jetzt längs geht. Es geht ja wahrscheinlich hier längs. Und wenn wir von hier irgendwie umkreisen können. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber... Kommt er da schon, oder? Wir können spielen. Ah, oh, ist das eklig. Los, lauf mehr.
muss ich die Nabelschnur nicht abschneiden mit der Schere, wie man es auch im Krankenhaus macht. Ich weiß nicht. Das ist Sicherungskasten. Wir haben einen Schlüssel zum Sicherungskasten. Kommt irgendwas rein, aber nicht das. Wo war das nochmal mit dem, wo wir das Ding reinstecken konnten? War das hier? Ich glaube schon, ne? Da. Schnell reinpacken. Da. Boah, ist das ekliges Kind. Schönes Wiedersehen, Rose. Okay. Ah, ist das. So, kann ich verstecken? Warum? Ach so, wahrscheinlich, wenn ich verfolgt werde oder so. Das ist natürlich gut zu wissen. Was ist das denn hier? Ach, hier ist die Sicherung. Okay. Oh. Die brauchen wir garantiert für das andere. Jetzt muss ich wieder den Sicherungskasten finden, ne? Okay, da ist er schon. Da gibt es wahrscheinlich nur die Chance, sich da in diesem Zimmer da zu verstecken. Runter. Ich kann mich gerade nicht drehen hier. Das ist ein Problem. Ich weiß, ich kann es nicht sehen. Ich hätte von der anderen Seite reinkrabbeln sollen wahrscheinlich. Das war ja dumm. Ich muss auf die andere Seite krabbeln. Geh auf! So, schnell zurück. Oh. Das ist echt eklig. Ich weiß aber nicht mehr, wo der Sicherungskasten war, aber den wir ja schon finden. Da hinten irgendwo, ne? War es hier hinten irgendwo? Schnell die Batterie reinsetzen. Wie kommt es? Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf! Rücken. Weg, 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 weg. Ah. Alter, ist das wieder schief. Ich hab mein Kind anders in Erinnerung. Alter
Schwede. Das ist schon so ein bisschen eklig, oder? Nee, unsere Wahrnehmung hier. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Hm? Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Na los, such mich. Oh Gott. Na gut, machen wir ihn mal hinterher und suchen sie. Noch oben dran? Da bist du doch. Ich hab dich. Dummes Püppchen. Wenn es Klaus nicht gäbe, dann wäre alles besser. Oh! Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Guck mal den Raum hier hinten. Komm nicht rein. Ausgang, ne? Da ist eine Blutspur. Alter, ist das gruselig hier. Da gibt's sie doch schon wieder. Shit, sie kann mal wieder abhauen. Gehst du mit Ross auch so um? Also, wenn sie mich so angreift, dann auf jeden Fall. Dann müssen sie so weilen. Die Puppen drehen dann ja durch hier. Da ist sie doch nochmal. Du kommst hier niemals lebend raus! Und jetzt bringt's zu Ende. Idiot. Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Okay. War das gerade die... Eieieiei. Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Ach, das war's schon? Gut. Na, das ist doch krasse Scheiße. Jetzt nichts wie raus hier. Okay, wir haben Schlüssel bekommen. Kann man irgendwas machen mit dem? Aufmachen oder so? Ah, da. Oh, jetzt haben wir noch einen größeren Schlüssel. Schlüssel mit... Alles wiederbekommen, okay. Nummer 2. Lass mal rausgehen hier. Da geht's nicht raus. Doch. So. Weg hier. Ab zum Duke, würde ich sagen. Wenn wir da wieder zurückgehen können, ich weiß ja nicht. Okay, der Boss war nicht ganz so krass wie im Schloss. Muss man einfach mal sagen. Aber... Aber trotzdem auch nicht ohne, muss man sagen, also. Widerliche Puppe, oder? Mein Gott.
Naja, jedenfalls habe ich meine Tochter mal wieder gesehen zwischendurch. Das war auch ganz nett. Boah, dauert echt lange, ne? Oh, ich bin schon da, okay. Kann mir ja fast nicht vorstellen, dass das alles gewesen ist, aber es war anscheinend alles. Ich sammle den ganzen Kram nochmal ein hier. Oh. Scheiße, ey. Müssen überall Gegner sein. Ja. So. Schon Kohle mitnehmen? Wollen wir hier bitte nochmal reingehen? Dietriche. Das ist eine geile Waffe. Bessere Schrotflinte bekommen. Gar nicht mehr, ne? Okay. Ich nur raus. Okay. Okay, die sind ein bisschen stärker. Ich werde mal die andere Waffe irgendwann umsetzen, aber... Ja, kannst du die Karte gucken? Donners Kleinod. Wie können wir denn, wie können wir das denn einsammeln da? Das weiß ich gar nicht. Guck mal. Wir gehen mal kurz hier durch auch nochmal. Können wir kurz die Munition herstellen? Sollen wir kurz heilen? Was? Ich kann noch mehr Munition herstellen? Kann ich doch gar nicht. Kugel, cool, Sonnenmond. Oh, cool. Die können wir wieder benutzen, um irgendwie ein bisschen Kohle zu bekommen. Kurz mal hier durch. Aber ich will einmal nochmal da hingehen. Was, diese Schatzkiste, die muss ja irgendwas bedeuten. Lass uns da nochmal hinlaufen. Lassen wir nochmal hinlaufen und gucken. Weil, das habe ich anscheinend ja nicht mitgenommen. Oder habe ich es doch eingesammelt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das ist die Grabstätte hier, ne? Da fehlt so ein Stück. Ah, okay, da fehlt so ein Stück vom Dings. Haben wir leider nicht. Ne, haben wir nicht. Okay. Das fehlt. Habe ich letztes Mal gar nicht gesehen, dass das fehlte. Ich finde mir das mal irgendwann, aber. Jetzt gehen wir erstmal zurück zum Duke. Duke of Earl. So. Wie geht's denn hier hin?
Ach, guck das an. Passen? Hat schon lustig gemacht, ne? Cool, ein bisschen Kohle. Und? Explosivgeschosse, geil. Schlüssel des Geigenbauers. Speichern können wir auch, das machen wir direkt. Da lade ich auch mal was. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war sie so glücklich. Schon als Kind fürchtete meine Herrin die Begabung mit anderen, wohl wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Okay. Puppen, Puppen, Puppen. Oh. Ey, man kommt noch ein Viech raus. Foto eines seltsamen Vogels. Okay. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob es auch andere Bilder gibt. Habe ich wirklich. Das erste Mal sehe ich gerade, dass es Bilder sind. Aber wir können Brunnenkurbel benutzen. Das ist ja ein Geheimnis drin wahrscheinlich, ne? Madalina, Kopf. Okay. Ah, die haben wir mitgenommen, die Kurbel. Gut. So. Die Richtung müssen wir. Und dann geht's wieder über die feine Brücke. Schnell, 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 schnell. Auf jeden Fall. Aber wir haben ja noch eine Waffe jetzt bekommen, ne? Kurz angucken. Oh, komm schon. Gibt's doch gar nicht. Okay. Munition müssen wir gleich ein bisschen kaufen, glaube ich, weil wir irgendwie gar nichts mehr haben. Was ist denn hier los heute? Schnacken wir kurz mit dem Duke. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Ja, aber ich kann was kaufen von mir, und zwar Madalinas Kopf. Das kannst du auch kriegen. Onyx-Schädel. Aha! Bitte so, sieh dir auch meine neuen Waren an. Dann kann ich noch mehr Sachen tragen. Kostet aber 38.000. Oh. Eine interessante Wahl. Oh, ich weiß. Ist auch ein bisschen viel Kohle, aber. Mit Vergnügen. Und die Waffe sollten wir auch mal erhöhen. Oh. Da hätte ich erstmal eher hier reinsetzen sollen. Aha. Weil die ist ja schon besser, die Waffe, als die. Pass mal auf. Schönen.
die doch eigentlich auch verkaufen da, ne? Na gut, aber das war's für heute. Haben wir ja schon mal geschafft und setzen das andere Teil noch hier oben ein. Da. Und da haben wir bald unser Kind zusammen. Sehr cool. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.